Hi Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven KF hier in Norderstedt und wir sind seit 25 Jahren die absoluten Spezialisten, wenn es um das Thema Fahrzeugsicherheit geht. In meinem heutigen Video habe ich hier vor euch einen Renault Megane 3. Dem Kunden haben sie vorher sein Renault gestohlen und der möchte natürlich nicht, dass das noch einmal passiert. Nachdem er bei Google und in mehreren Foren gelesen hat, dass es jemanden in Hamburg gibt, der ihm helfen kann, ist er aus Berlin zu uns gekommen und nun ist sein Fahrzeug sicher. Was wir verbaut haben, zeige ich euch gleich. Wie das Viper-Alarmsystem in Verbindung mit dem Pager und dem Smartphone euer Fahrzeug optimal schützt, möchte ich euch mal demonstrieren. Schärfe das System, bekomme gleich ein Feedback, dass die Alarmanlage scharf ist. Wenn der Angreifer jetzt das Fahrzeug aufbricht, passiert Folgendes. Ein höllenmäßiger Lärm kommt, ich bekomme parallel dazu auf meinem Pager hier die Mitteilung, dass ein Vollalarm ist. Und einen kleinen Augenblick später sollte ich einen Anruf auf mein iPhone bekommen mit einer leichten Zeitverzögerung. Und wie ihr seht, bekomme ich hier zeitgleich, deaktiviere das System mal, hier auf meinem Handy einen Anruf und parallel dazu natürlich auch noch eine SMS. Besser kann man sein Fahrzeug wirklich nicht schützen. Verbaut haben wir von Viper die 3606 und damit wir immer auf dem Laufenden gehalten werden, den Zwei-Wege-Pager. Zwei-Wege-Pager deshalb, weil hier drauf bekommen wir die Benachrichtigung, wenn irgendwas faul ist. Um das Ganze rückstandsfrei in dem Fahrzeug einbauen zu können, brauchen wir ein sogenanntes CAN-Bus-Interface. Da haben wir von Empire das CAC 200 benutzt. Damit das System absolut manipulationssicher ist und auch wenn es vom Bordnetz getrennt ist oder das Fahrzeug mal eine leere Batterie hat, haben wir hier ein Backup-System mit einem zusätzlichen Akku. Das heißt, dieses System ist absolut manipulationssicher. Natürlich wollen wir auch benachrichtigt werden auf dem Handy, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Das machen wir mit dem Empire Lock 200. Das hat den Vorteil, wenn das Fahrzeug abgeschleppt wird und der Dieb meint, er kann das Fahrzeug einfach wegrollen, ohne die Alarmanlage auszulösen, dann bekommen wir trotzdem den Anruf auf unserem Smartphone. Dafür gibt es natürlich auch noch eine App und wir können das Fahrzeug jederzeit orten. Prepaid-Karte rein, 10 Euro Startguthaben, monatlich keine Gebühren. Besser kann man sein Fahrzeug nicht schützen. Für die Prävention haben wir noch einen 2-Zonen-Mikrowellensensor eingebaut, ein sogenanntes Radarmodul. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Damit die Diebe mit ihren klassischen Klontools sich keine Schlüssel anlernen können oder die Wegfahrsperre deaktivieren können oder irgendwie an der Fahrzeugelektronik rummanipulieren können, haben wir aus der Mittelkonsole das OBD-Kabel entfernt, verlängert und an eine Stelle verlegt, die ich euch niemals verraten werde. Damit das Ganze einen Höllenlärm macht, auch wenn wir die werkseitig verbaute Sirene, also die serienmäßig hier im Karton enthalten ist, die haben wir jetzt hier in dem Renault vorne im Motorraum verbaut. Wenn hier jetzt einer dran rummanipulieren sollte, weil er keine Ahnung, Zauberkräfte hat und aus dem, keine Ahnung, wie er das machen möchte, wenn er ein Loch in die Motorhaube schneiden würde und jetzt das hier rausmachen würde, was natürlich kein Mensch macht, dann haben wir natürlich noch eine Zusatzsirene verbaut im Innenraum von Empire, die 512M. Jetzt haben wir den 620V Blinkindikator im unteren Bereich der Frontscheibe eingeklebt. Wie das System in der Praxis euer Fahrzeug schützt, möchte ich euch mal demonstrieren. Ich schärfe die Viper über den LED-Pager und bekomme hier mit dem grünen Licht sofort ein Feedback, dass das Fahrzeug jetzt abgesichert ist. Genauso beim Entschärfen. Ich entschärfe den Wagen und bekomme hier ein Feedback, dass der Wagen jetzt entschärft ist. Durch die akustische Quittierung, durch den Quittierton, das einmalige Quittieren der Alarmanlage, das Chirpen, weiß ich ganz genau, der Wagen ist wirklich jetzt geschützt und scharf. Eine Frequenzüberlagerung, wie die Gauner das mit werkseitigen Schlüsseln machen, funktioniert hier nicht. Also diese Masche läuft hier nicht, denn ich höre die Alarmanlage scharf und ich bekomme hier parallel ein Feedback auf meinem Pager. Und das mit einer gigantischen Reichweite. Das heißt, wenn ich im Büro sitze, kann ich trotzdem draufdrücken. Ich warte einen kleinen Augenblick, bis ich hier das Feedback bekomme. Und das ist wirklich, dass ich hundertprozentig sicher sein kann, das Fahrzeug ist jetzt sicher. Das Beste an dem System ist das Radarmodul, das 508. Und wie das funktioniert, möchte ich auch mal demonstrieren. Der Angreifer braucht das Fahrzeug gar nicht zu berühren. Ich gehe an das Fahrzeug ran, gucke rein. Hier, zeitgleich bekomme ich die Meldung auf dem Pager. Hau ab, da ist jemand am Fahrzeug dran. Der Dieb weiß, er soll abhauen. Hier, so könnt ihr es sehen, so funktioniert es in der Praxis. Den bestmöglichen Schutz gibt uns der zusätzliche Sensor, das 508, das Radarmodul. Und der macht nämlich Folgendes, der schützt das Fahrzeug präventiv. Ich schärfe das Fahrzeug mal und wenn ich jetzt an das Fahrzeug zu dicht rangehe, die Feldgröße ist stufenlos einstellbar. Ich gehe rein, guck rein, hier, bekomme sofort die Meldung auf dem Pager, da ist einer am Fahrzeug drin, der soll abhauen, da ist die Meldung. Und was ich auch machen kann, wenn ich jetzt den Quittierton nicht haben möchte, ich entschärfe das System mal, dann drücke ich die Funktionstaste dreimal, drei LEDs gehen hier,
Ich schärfe den Wagen, das ist sogenannte Multi-Level-Arming, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund im Auto lasse oder nicht möchte, dass ich diese Vorwarnung bekomme. Ich gehe an das Fahrzeug ran, der Gauner guckt jetzt, denkt, er wird nicht erfasst. Nee, Arschlecken, hätte ich fast gesagt. Ich bekomme hier wieder die Meldung, dass jemand am Fahrzeug dran ist. Und so schütze ich mein Fahrzeug optimal. Die Feldgröße kann ich optimal von der Empfindlichkeit einstellen und auch die Empfindlichkeit des Vollalarms. Die Alarmanlage verfügt natürlich zusätzlich auch noch über einen sogenannten Schocksensor. Wie der in der Praxis funktioniert, möchte ich euch mal demonstrieren. Wenn der Angreifer jetzt hier rumrandaliert, bekomme ich auch hier eine Benachrichtigung und das schützt euer Fahrzeug vor Vandalismus. Wenn euch jemand eine Tür ins Auto reinschlägt oder versucht, einen Kratzer reinzumachen oder hier mechanisch irgendwas zu machen. Wie gesagt, in 25 Jahren hat noch niemals ein Kunde von mir einen Verlust hinnehmen müssen. Und das ist mal ganz klar eine Ansage. Das ist die beste Versicherung, die es für ein Fahrzeug gibt. So eine Alarmanlage kostet 299 Euro. Die könnt ihr in jedes nächste Auto wieder mitnehmen. Die Sachen sind von der Qualität so hervorragend, dass wir die über Jahre hinweg ausfallfrei nutzen können. Ja, und warum wird so viel gestohlen? Es gibt in Europa keine Grenzkontrollen mehr. Das hat natürlich ganz viele Vorteile für den Handel und für Reisende. Wir haben alle dieselbe Währung, aber dadurch, dass es keine Grenzkontrollen mehr gibt, wird so viel gestohlen wie nie zuvor. Und im osteuropäischen Raum ist der Bedarf an hochwertigen Fahrzeugen und Fahrzeugteilen gigantisch groß und deshalb wird immer mehr gestohlen. Wenn ihr euch absichern wollt, dann verlasst euch auf gar keinen Fall auf eine werkseitig verbaute Alarmanlage. Denn die Diebe, die sich darauf spezialisiert haben, Fahrzeuge zu entwenden, die nutzen die Onboard-Schnittstelle, um die Alarmanlage, die werkseitig verbaute, zu deaktivieren. Genauso wie es Pannendienste machen und die Werkstätten machen, nutzen sie ja diesen komfortablen weltweiten Standardstecker, den OBD-Stecker, um die Wegfahrsperre zu deaktivieren, um die Alarmanlage zu deaktivieren. Und im Internet können die sich sogenannte Klon-Tools bestellen. Da lernen die sich einfach einen neuen Schlüssel an und fahren das Fahrzeug weg. In letzter Zeit habe ich leider häufiger Kunden, wo die Versicherung die Schäden nicht bezahlt, weil im Nachhinein rauskommt, dass bei dem Fahrzeug ein dritter Schlüssel angelernt wurde und dann habt ihr ein riesengroßes Problem, dann kriegt ihr nämlich gar nichts von der Versicherung. Das muss alles nicht sein, deshalb nutzt so eine Wipe-Alarmanlage mit einem separaten Handsender, mit einer separaten Wechselkodierung, die nutzt eine eigene Frequenz und diese Frequenz, ein sogenanntes Code-Hopping, wird immer wieder neu generiert und dadurch kann der Dieb keinen Schlüssel-Handsender nachmachen und das macht das System hundertprozentig manipulationssicher. Ja, ich hoffe, mein Beitrag war interessant für euch. Wenn ihr irgendwie zu dem Thema Fahrzeugsicherheit noch weitere Fragen haben sollt, könnt ihr mich gerne anrufen unter 0172 409025. Gerne dürft ihr mir eine E-Mail schicken und mich fragen unter info@kaistufen.com oder ihr schreibt unten bei YouTube was in die Beiträge rein. Gerne könnt ihr auch zu mir nach Hamburg kommen und mich in meinem Shop besuchen. Wir bauen hier jeden Tag diverse Alarmanlagen ein und könnt ihr sehen, wie die Systeme in der Praxis euer Fahrzeug optimal schützen. Vielen Dank für euren Besuch auf meinem YouTube-Kanal, euer Kai Stüven.